Letzte Aufforderung an Lara Croft, derzeitige Mieterin des Anwesens. Hiermit benachrichtigen wir Sie letztmalig über die Beendigung Ihres Besitzrechts am Croft-Anwesen. Wir fordern Sie auf, besagtes Anwesen unverzüglich zu räumen und zu übergeben an Atlas de Mornay, Nachlassverwalter. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Wie du weißt, haben deine Eltern mich im Falle ihrer Abwesenheit zum Nachlassverwalter bestimmt. Seit dem Verschwinden deiner Mutter wurde sie nie offiziell für tot erklärt. Und die Umstände um den Tod deines Vaters legen nahe, dass er kein formelles Testament hinterlassen hat, das diese Situation regelt. Leider hast du keinen rechtlichen Anspruch auf das Anwesen. Ich zahle dir eine monatliche Summe aus deinem Treuhandvermögen, wenn du das Anwesen bis Ende der Woche verlässt. Stell dich nicht gegen mich, Lara. Das hätte deine Mutter nicht gewollt. Hochachtungsvoll, Atlas. Es muss ein Testament geben oder irgendwo auf dem Anwesen einen Beweis, was Mom zugestoßen ist. That's safe. Ja. Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung. Willkommen zu Rise of the Tomb Raider Blutsbande. Gerade mehr oder minder frisch erschienen, allerdings auch für PC, nicht nur für Konsole. Wir sind hier quasi back in action und das ist mein erstes Live-Let's Play auf Twitch. Der Kanal heißt übrigens, ja, ich mache jetzt Werbung in eigener Sache, StarMechaniker87 auf Twitch zu erreichen, StarMechaniker87. Ich sag's hier nochmal, StarMechaniker87. So, wir spielen dann hier. Ich habe keine Ahnung mehr von der Steuerung. Ich habe auch irgendwas von Ego-Perspektive gehört, aber das hier sieht jetzt nicht gerade ego-mäßig aus. Die liebe Lara ist back in action und hier leuchtet ein Bild gar auffälligerweise. Kann ich denn... Ach, guck mal hier, ich kann das X'en. Ich X das mal. Meine Geburtstagskrone. Auf das Ding war ich so stolz. Ja, untersuchen um versteckte... wie ging denn das? Rechter Stick drehen. Das ist meine Handschrift. Ich hatte eine echt schöne Schrift. Das sagst du so in einem jugendlichen Leichtsinn. Okay. So war das, ne? Guck mal, hier liegen, oh, hier liegen ganz viele Dinge. Wir sollen erstmal den Tresor öffnen, glaube ich, ne? Aber möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte erstmal mich umgucken hier. Und wieder ein bisschen mit der Steuerung bekannt machen. Einfach unglaublich. Ich habe heute jemanden kennengelernt. Ganz unerwartet. Es hatte wohl nicht sollen sein. Ich war so in meine Arbeit und meine jüngsten Entwicklungen vertieft. Ich habe meiner Umwelt keine Beachtung geschenkt. Doch da saß sie, an einem Tisch in der Bibliothek. Sie heißt Amelia und studiert offenbar direkt neben mir. Ausgerechnet Kunstgeschichte. Wider mein besseres Wissen habe ich ihr von einigen meiner Forschungen erzählt. Ich wollte sehen, wie sie reagiert. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Plötzlich war mir wie bei einem geistigen Schachspiel. Ein Schachspiel aus Argumenten. Irgendwann musste die alte Bibliothekarin uns wie kleine Kinder zum Schweigen ermahnen. Ich komme mir so dumm vor, sie nicht früher bemerkt zu haben. Sie ist eine tolle Frau. Die erste, die je meine Ideen hinterfragt hat. Ich weiß jedoch nicht, ob sie sich gerade genauso beschwingt fühlt wie ich. Doch ich glaube, unsere Unterhaltung hat uns beide angeregt. Zum ersten Mal seit langem denke ich an etwas anderes als meine Forschungen. Hoffentlich ist sie morgen wieder da. Ja. Oh, ist ja süß. Meine Eltern waren ein gutes Team, haben sich gegenseitig gefordert. Hier gibt es viele Dinge zu sehen, wie ich sehe. Dad hätte mich gerne nach Oxford geschickt, aber ich wollte ans UCL. Ja, sieht echt aus. Roth wollte mir ein Diplom fälschen, damit ich's Dad zeigen kann. Mhm. Könnte ein bisschen dunkel bei euch sein, glaube ich, ne? Aber es ist auch ein sehr dunkles Spiel. Ich hoffe nicht zu dunkel. Ich hoffe, das geht. Hä? Hier, hä? Habe ich jetzt was verpasst? War irgendwie unnötig, oder? Sieht's aber auch aus, ey. Ich dachte, die wohnt hier. Nee, die war ja Ewigkeit nicht da, ne? Verschollen. Ein Bild mit Dad und Anna. Ich habe Kleider nie gemocht, aber die Farbe war schön.
Aha. Eine Büste. Es ist vermutlich mein Großvater Benjamin. Benjamin, vermutlich? Also bist du nicht sicher? Hier kann man übrigens nichts drauf finden. Da steht der Kollege instant mal Kopf. Was haben wir denn noch hier? Da ist noch ein Schränkelein, was wir öffnen können. Was ist das denn? Eine von Dads Yoruba-Masken. Das Geschenk eines Freundes von der Nigeria-Expedition. Wir gucken natürlich, dass wir alles finden. Gab es hier nicht irgendwo eine Map-Funktion oder sowas? Nee, da nicht. Hier, guck mal. Alter, 54 Relikte, 40 Dokumente und 2 Wandgemälde. Suchen die Lord Crofts Safe nach Beweisen für Laras Rechtsanspruch auf das Anwesen. Die ganze Geschichte soll Pi mal Daumen Stunde anderthalb gehen. Ich denke, damit sind wir gut bedient. Und das wird sicherlich machbar, ne? Kann ich die auch untersuchen oder? Ne, die leuchten von Natur aus gelb. So, da ist noch ein Schränkelein. Hier ist noch ein Büchelein. Büchelein jetzt. Endlich habe ich Richard der Familie vorgestellt. Es lief genau wie erwartet. Meine Mutter eisig, aber höflich. Mein Vater gleichgültig und desinteressiert. Atlas mit kaum verhohlener Verachtung. Natürlich missbilligen sie ihn. Für sie ist Lord Croft der Mann, der ihre geliebte Tochter geraubt und ihre langjährige Verlobung gesprengt hat. Ich hätte diesen widerlichen Earl of Farrington sowieso nie geheiratet. Man sollte meinen, sie wären froh, dass mir ein echter britischer Lord den Hof macht. Und das ist zufällig Richard Croft. Für sie der Mann, der im Alleingang eine einst große Familie ruiniert hat. Aber ich kann nichts daran ändern. Wie Richard ihre unterschwelligen Beleidigungen ertragen hat, so würdevoll und ruhig. Das hat er meinetwegen getan und bestätigt, was ich nicht länger leugnen kann. Ich bin völlig hoffnungslos in ihn verliebt. Es kümmert ihn nicht, was man über ihn denkt. Und ehrlich gesagt, mich auch nicht. Es wird Mutter das Herz brechen, aber ich kann nicht das Leben leben, das sie für mich will. Meine Zeit mit Richard hat das umso deutlicher gemacht. Könnte, also wenn ich das jetzt richtig aufgefasst habe, gilt die Frau Mutter ja als verschollen und wurde nie für tot erklärt, ne? Könnte ihre Familie mit dem Verschwinden zu tun haben? War bestimmt schwer für Mom, sich gegen ihre Familie zu stellen. Aber mich freut es. Naja, so, jetzt gucken wir hier noch und dann machen wir gleich den Tresor auf. Dads Karte der vergessenen Städte Nordsyriens. Er war dem Grab des Propheten schon näher, als er ahnte. Ja, das Grab dem Propheten, das haben wir ja alles gefunden im Hauptspielelein. Übrigens nicht ganz zu sehen vom Channel, weil ich mittendrin angefangen habe. Schlicht und ergreifend, wow. Als Test quasi für meine... Das Buch über Unsterblichkeitsmythen könnte ganz nützlich sein. Über, als Testlauf für meine Let's Play-Karriere, sag ich mal. So, und jetzt können wir, glaube ich, in den Tresor gucken. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht. Haben wir eine Kombination? Eine Zahlenkombination. Die muss irgendwo in Dads Papieren sein. Vielleicht in der Bibliothek. Offensichtlich nicht. In der Bibliothek. Kann mir einer sagen, wo die ist? Hier ja offensichtlich nicht. Nö, das ist das Arbeitszimmer, ne? Die Tür zur Bibliothek. Wo? Die hier? Ach, Library. Steht sogar dran. Ist ja ein Traum. Ach, ernsthaft. Verschlossen. Es muss noch einen Weg hineingeben. Was ist denn hier? Du kommst nicht in die Zimmer von deinem eigenen Haus? Willst du mich verarschen, Mädchen? Was ist los mit dir? Diese Karte habe ich für meine erste Expedition mit Dad gemacht. Darauf ist ein Weg zur Bibliothek durch die Dienstbotengänge. Na, welch zufälliger Zufall. Expeditionskarte 1 von 2. Okay, ich dachte, das ist das Arbeitszimmer. Da könnte ein Wandgemälde sein. Ist jetzt irgendwas markiert bei uns? Überlebensinstinkte. Können Sie wichtige Objekte markieren? Moment,
Ich kann durch den alten Dienstbotengang in die Bibliothek. Naja. Easy going. Ist das jetzt markiert? Als solches? Ich würde ja gerne alles finden, ne? Was ist denn hier? Als Artefakte aus dem Niltal habe ich mir immer so gern angesehen. Nach seinen Ägypten-Expeditionen war Dad fasziniert von Unsterblichkeitsmythen. Naja, und Unsterblichkeit war ja machbar, wie wir wissen. Hat aber letztendlich nicht allzu viel gemacht. So, wir könnten rein theoretisch... Hier hing nochmal ein Bild vor, oder sehe ich das falsch? Kann ich nicht eigentlich auch einfach nur mal so? Nur mal gucken, erstmal, was hier Phase ist. Ich will jetzt nicht unbedingt instant der Story folgen, nicht, dass wir nachher hier was verpassen. Hallo? Sehr theatralisch geöffnet, die Tür. Was ist das denn? Kamin zugenagelt. Stattdessen ist hier so eine Glutlampe zum Heizen. Hi, Dad. Ich denke in letzter Zeit viel an Mom. Ich weiß so wenig über sie. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war sie so? Winston sagt, sie war eine tolle Künstlerin. Sind ihre Gemälde im Westflügel weggesperrt? Und ich glaube, ich will einfach nur wissen, hat sie mich geliebt, Dad? Hat sie das je gesagt? Vielleicht bin ich nur albern. Aber wenn ich das nächste Mal heimkomme, erzählst du mir dann mehr von ihr? Ja. Ach, mal den Laptop kennen wir aus dem Hauptbildschirm. Da ist auch Windows drauf. Windows ist übrigens kacke. Ich habe mir gerade ein Update gefahren, wo wollen wir wieder alles zerstört werden. Lara, ich habe deinen Therapeutenbericht gelesen. Ich war überrascht über deinen ausgezeichneten Gesundheitszustand. Du hast deine absurden Behauptungen bestimmt nicht einfach so aufgegeben. Wo warst du überhaupt in den letzten Wochen? Meine Sekretärin hat deinen Flug am 20. in die Türkei entdeckt. Das war der Zollerklärung nach bestimmt kein Stadtbummel. Du führst etwas im Schilde und ich werde dir das Croft-Vermögen nicht für dieselbe fixe Idee überlassen, die zum Tod meiner Schwester geführt hat. Es ist noch nicht zu spät, deine Ansprüche auf das Anwesen freiwillig aufzugeben. Weigerst du dich, dreh ich dir den Geldhahn zu. Hochachtungsvoll, Atlas. Erstens, der Typ ist ja schweineunsympathisch. Zweitens, er ist der Bruder von unserer Mama. Und drittens, warum zur Hölle heißt der Typ Atlas? Atlas. War nicht. Ich habe keine Ahnung, wie hieß die Gruppierung aus der Hauptstory? War das Atlas? Ich weiß es gar nicht. Oder nicht mehr, weil es ist schon fast ein Jahr her mittlerweile. Ein Kreuzritter oder Tempelritter oder Templer. Nö, Assassin's Creed und so. Hallo, Sir Lancelot. Keine Angst, diesmal leihe ich mir dein Schwert nicht aus. Übrigens, netter Hintern. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Einfach so, weil ich kann. Weil ich ein Mann bin. Die Empfangshalle. Als Kind habe ich hier so gern gespielt. Die muss zuerst renoviert werden. Naja, hier gibt es aber auch... Hier riecht... Warum? Wieso sieht das hier denn so schäbig aus? Wie viele Jahre waren wir denn nicht hier? Ich meine, als wir hier das letzte Mal waren und fast umgebracht worden wären, da sah es hier doch noch gut aus. Und jetzt ist es hier alles so ein Sack, ey. Warum? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier lang gehen sollte, aber ich tue es einfach mal. Um Dinge zu finden oder auch nicht. Ich weiß ja, wir sollen woanders hin, aber hey. Geht mal an. Eine Phönixfigur hat bestimmt Dads Idee der Unsterblichkeit angesprochen, aus der Asche heraus neu geboren zu werden. Und ich will ja natürlich alles finden. Deswegen erstmal umgucken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir irgendwas großartig falsch machen können oder vorgreifen können, aber bevor ich jetzt diesen Dienstbotengang lang gehe, möchte ich halt erst gucken. Kann ich eigentlich? Ja, springen wir auch noch. Warte, ich suche. Ich scanne die Umgebung. Da läuft jetzt noch. Da ist noch was, da ist auch noch was. Ich glaube, so viel können wir gar nicht verkehrt machen, oder? Das gehört Anna,
Die meisten ihrer Sachen sind im Gästehaus. Was hatte sie hier drinnen verloren? Da hat jemand Sinn für Humor. Stop smoking. Love R. Wer ist denn R? Sind das kommunistische Zigaretten da mit dem roten Stern drauf oder was? Und Anna war doch die, die wir alle gemacht haben, ne? Unter anderem. Die, wo ihr Bruder versucht, uns anzumachen. Was ist das? Fehlende Ausrüstung. Zum Beispiel brauchen sie den Hauptschlüssel. Ach, du ahnst es nicht. Hör mal auf. Ist das jetzt. Kann man das nicht irgendwie markieren? Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen was gefunden. Wir haben Wandgemälde gefunden? Ach, die Karte. Ach, das sind Wandgemälde. Marker wären natürlich nicht schlecht. Lara, du weißt doch, dass der Westflügel tabu ist. Tut mir leid, ich wollte nur schauen. Das Thema hatten wir schon. War hier Mams Zimmer? Bleib einfach da raus, Schatz. Dad hat den Westflügel immer so abgeschottet. Okay, dann rein da. Zu. Ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Natürlich brauchst du den. Das war ja klar. Du wohnst hier, aber du kommst nirgendwo hin. Das ist ja super. Wobei, wohnen würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, keine Ahnung. Ich guck mal unten. Was sitzen Sie da auf dem Boden herum, Fräulein Lara? Da sind Fußabdrücke. Ist ein bisschen creepy hier, oder? Vom Gefühl her. Kann ich hier rein? Auch nicht. Hauptschlüssel. Für alles brauche ich hier den scheiß Hauptschlüssel. Der soll zur Hölle fahren, der Hauptschlüssel. Kann ich die Tür nicht aufbrechen? Muss ja mal alles Klettereisen. Damit habe ich doch sonst auch immer alles aufgemacht. Eins von Dads Unsterblichkeitsartefakten. Ich glaube, Roth hat's für ihn von einem griechischen Händler mitgebracht. Das wäre nett gewesen von Roth. Da ist auch noch ein Briefelein. Lara, seit du von der Yamatai-Expedition zurück bist, beunruhigt mich dein sprunghaftes Verhalten zunehmend. Ich vermute, du hast eine Art psychisches Trauma erlitten und dein Benehmen ist ein Hilferuf. Du sollst wissen, dass ich dich laut und deutlich höre. Anna und ich finden, dass du dich von einem Fachmann untersuchen lassen solltest. Ich war so frei, einen Termin bei einem sehr qualifizierten Kollegen von mir zu vereinbaren. Näheres dazu erhältst du in Kürze per Post. Ich möchte betonen, wie wichtig das ist, Lara. Als Nachlassverwalter ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Anwesen in fähigen Händen ist. Offen gesagt verhältst du dich wie dein Vater zu seinen schlimmsten Zeiten. Damals hätte er das Anwesen fast selbst verloren. Ich möchte nicht, dass du seine Fehler wiederholst. Bitte, nimm meine Hilfe an. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Nee, erst will er uns helfen und dann will er uns loswerden. Ist er bescheuert? Hat er Lack gesoffen? Yamatai war der erste Teil? Warte mal, ich muss mich erstmal kurz überlegen. Wie war das? Ach stimmt, ja, Yamatai, ja, das war Tomb Raider. Also der neue. Also der erste Teil. Da ist ja auch Ross draufgegangen. Achtung, Spoiler. Nicht Spoiler. Ach, das kann kein Spoiler mehr sein. Da liegt auch noch was. Ich sehe mir den Kompass an und denk nach. Worüber, wenn ich fragen darf? Bloß darüber, ferne Orte zu entdecken, Abenteuer zu erleben. Das werden Sie, kleine Lady. Sie haben eine Entdeckerseele, aber werden Sie nicht zu schnell groß. Welcher Kompass? Perspekt. Das Angebot kam letzte Woche per Post und ich habe Richard noch nichts erzählt. Er ist schon in Tibet und ich fliege bald nach. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich meine Werke eingereicht habe, weil ich nie dachte, dass sie angenommen würden. Aber eine Galerietour darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich werde über ein Jahr nicht in England sein. Sie beginnt in New York und geht dann weiter durch die USA und... Herrje, schon beim Schreiben wird mir schwindelig. Nach unserer Hochzeit wollte ich meine Malerei nur noch als Hobby betreiben. Doch Richard war dagegen und gab mir das Atelier und das Studio. Ohne diese Unterstützung würde ich vielleicht noch immer öde Landschaften malen.
Nun werde ich das alberne Gefühl nicht los, dass es Verrat wäre, jetzt fortzugehen. Er wird darüber lachen und darauf bestehen, dass ich annehme, auch wenn ihm die Trennung das Herz brechen wird. Er hat mich nicht einmal gebeten, seinetwegen ein Stück meines Lebens zu opfern. Natürlich habe ich mit der Zeit viele kleine Opfer gebracht. Aber verlangt hätte er das nie. Das Gespräch kann warten. Ich fliege zu ihm nach Tibet. Ich werde ihm diesen Fund nicht trüben. Ich werde bei seinem Triumph an seiner Seite sein. So wie er es auch bei meinem sein wird.